So, jetzt haben wir es mal. Ja, ich war auch gerade zu dir, Tan. Herr Sergeant. So, das hat er auch gerade gesagt, der Sprengstoff, wir brauchen den Sprengstoff, um die Mauer aufzusprengen. Wer es letzte Folge nicht gesehen hat, vorletzte Folge, beziehungsweise, der hat einiges verpasst. Wir haben nämlich die große Mauer gesehen, besser gesagt, dieses kleine Mäuerchen, das die Zombies von der Außenwelt abhalten soll. Aber ich glaube, da draußen sieht es auch nicht gerade besser aus als hier. Denn ich glaube, die hätten ja sonst schon, was weiß ich, wie viel diverse Soldaten reingesteckt, um hier alles zu zerballen und auseinanderzulegen. Aber was soll man machen? Wir können auch nicht über das kleine Mäulchen rüberklettern. Und dass wir wahrscheinlich zerfleischt und sogar noch, wir müssen ja Vorräte sammeln. Wir brauchen eben relativ viele Fahrzeuge. Wir brauchen zumindest ein Fahrzeug, mit dem wir alle Leute transportieren können und natürlich auch unsere Ressourcen. Zum Beispiel Essen, Medikamente, also auch Medikamente, Munition, alles. Das ist natürlich mit, wir wissen nicht, was da draußen auf uns wartet. Ach, der Hugo. Den kennen wir doch. Ja, ein aufgeglitscher Zombie, ne? Die haben wir schon oft genug gesehen. So, naja. Ja, den Ort kenne ich relativ gut von meinem Privatteil. Natürlich. Da habe ich hier nicht mal eine Basis aufgebaut. Und ich würde mal sagen, da ist der Herr Sergeant. Bereits mit ein paar Leuten zur Stelle. Hallöchen. What's up? What's the word? What's up? Happy to help. We might actually unfuck ourselves at this rate. Ja, gibt's in der 18 schon ein paar Leute am Kämpfen? We'll be on him soon if we keep going. Ach, da ist einer am Kämpfen. Oh, ein Tropfsüchtiger. Den versuchen wir mal hier durchzurammen, den Tupfstecken. Rauf auf ihn, alle, was es geht. Zack, durch den Kopf, den Schädel zertrümmern. Kümmert euch um die anderen, ihr seid Soldaten, verdammt. Ihr habt eine Ausbildung gemacht. Hätte vielleicht ihn doch nicht vorschicken sollen, Alter. Tupfstecken hat man schon. Alter. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie viel kommt denn da noch? Da kommen immer mehr raus. Ach du Scheiße, ich hätte mir vielleicht doch eine Waffe mitnehmen müssen. Ob wir das überleben werden, das bezweifle ich sogar. Oh mein Gott, oh mein Gott, was geht denn hier ab zur Hölle? Ach nee, und da kommt noch so ein explodierendes Arschloch, Alter. Nein, ich wollte doch gerade. Ich hab doch gerade Medikamente genommen, wollte mich verarschen. Du Missgeburt, nimm das. Zack. Und egal, ob ich in dieses Giftgas komme, ich werde euch alle durchschnitzeln. Bis in den Tod. Und jetzt ist er schon wieder müde, Alter. Davon ist natürlich noch ein Infektionsherd. Alter, verarscht mich. Wir schmutzen uns einfach durch, Schnetzel, Alter. Schnetzel, mehr nicht. Wir sind gerade mal in der Stufe 3, Alter. Wir haben schon 100 Zombies weggehauen und der braucht Hilfe. Der reißt doch auseinander, Leute. Wir müssen den helfen. Kommt. Alle rauf! Okay, er ist wieder oben. Alter.
Alter, ich muss jetzt mal. Alter, was ist meine Verschnaufpause? Ich glaube, ich hoffe mal, da sind ein paar Modis drin. Heads up. We got zombies coming in. Alter, das ist. Oh, oh, Molotow und Termit. Das ist ein extrem leicht entzündlicher Sprengstoff. Ist das so wie Nervengas? So irgendwie. Ich bin selbst auf jeden Fall verletzt, Alter. Wir können auf jeden Fall nichts mehr verbessern an unserer Gesundheit mehr. Ich hätte zufällig einen großen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Hier drin kann hoffentlich nicht rein. Hundert Schuss, verdammt, das ist geil. Schnauze. Nicht, nicht! Oh Gott, Alter. Ach, Ladezeit 1000 Stunden, Alter. Sword. Oh mein Gott, was hier los ist, Alter. Oh. Alter, ihr seid Soldaten, verdammt, schützt mich. Gut, Leute, weitermachen. So, erstmal hier noch ein bisschen was schauen. Dann können wir nicht ins Lagerhaus einbrechen. Vielleicht finden wir da irgendwie was Sinnvolles. Immer sind wir müde und bereits schwer verletzt. Das können wir sowieso nicht nehmen. Die hat eigentlich kein 5. Ja, die hat das hier, das 5,56. Das brauche ich im Grunde nicht. Die Knarre würde ich mitnehmen. Ich glaube, ich nehme das eher mit. Das Tomahawk kann ich zerstören. Das ist eh bald down. Na, hoppala. Ein bisschen verfehlt. Screamer. Gleich zerschlagen. Du schießt ungefähr 4-5 Schuss gleichzeitig. Ich muss noch einmal drücken. Oder dass ich mit Sonne. Muss einfach auch mal so ein bisschen schießen, damit man eben wirklich von allen was bekommt. Ich glaube, es ist eigentlich so ein nahkampfbasiertes Game. Lecker, lecker. Da gibt's einen Skelettauflauf. Oder? Jetzt. So, ich lade hier nochmal so ein bisschen nach schnell. Bin ich noch langsam? Wahrscheinlich ja langsam. Denkt wieder an ab. Hier kommen wir nicht rüber. Ach, da ist der andere. War doch zu viert. Da war noch einer. Das war, glaube ich, da hinten, oder? Nee, das ist ein Zombie. Was? Bingo, that's exactly what we need. Roger that. I'll take care of these. You go make sure you and your people are all stocked up and ready to blow this shit stand. Okay.
Das heißt, demnächst werden wir hier abhauen. Ist ja nur ein Weg nach draußen finden. Fuck. We're clear. Brauchen wir unsere Hilfe? Das ist ein Tobsüchtiger. Markus ist traurig. Warum ist er optimistisch? I need a breather. Okay, hier ist der Ausgang. Vielleicht doch nicht, das ist auf jeden Fall unser Auto. Doch, hier ist der Ausgang. So, und jetzt hast du es weg, hier lauft. Ich glaube, jetzt schon genug angelockt. So, Leute, bald endet das Let's Play. Bald ist es vorbei. Ja. Bald haben wir es geschafft. Wir kommen auch nochmal vorbei schon irgendwann. Aber wahrscheinlich eher nicht, denn wir haben nur noch eine Mission, wie es aussieht. Mehr Leute brauchen wir aber echt nicht mehr, also jetzt brauchen wir wirklich keine Leute mehr, jetzt sind wir am Ende. Wir haben noch vielleicht 3-4 Folgen, 3-4. Ich denke auch schon wieder so, als sind wir noch am Anfang. Wir haben vielleicht noch 1-2 Folgen und dann ist alles vorbei, also mehr braucht man nicht und wir werden sowieso dann mit Markus dort kämpfen. In der letzten Schlacht, in der es um das Entkommen aus diesen, ich sag mal, Tracks noch geht, das eigentlich ganz dünn geschwirkt, wenn die Zombies halt nicht werden. Und wie gesagt, bald haben wir es geschafft, bald ist es vorbei. Und ich freue mich und ich freue mich wirklich, dass wir es auch schon geschafft haben. Aber ich mag es natürlich auch jetzt ungern, noch 100 Folgen oder so rauszögern. Weil es einfach, das bringt es nicht, nur wegen des Durchsuchen von Häusern und alles. Deswegen will ich das jetzt Play auf jeden Fall nicht ausnutzen. Ich will einfach Häuser durchsuchen. Ja, leider hat sich so ganz gefunkt mit dem, die Maya hätte es auf jeden Fall besser gemacht. Aber naja, wir wussten noch nicht, was auf uns da direkt zukommt, erst als wir weggefahren sind. Michelle? Yes, I've taken up enough of your time already. Hallöchen. Let's get out of here. So, mein letzten 75 Schuss. Jetzt geht's nach Hause, meine Freunde, meine Kameraden. Nach Hause geht's, obwohl noch nicht ganz. Ich dachte, wir hätten 2 Leibwächter auch dabei gehabt. Hat sie dabei gehabt. Nach Hause geht's nämlich in der nächsten Folge wahrscheinlich. Übernächsten, ich weiß es nicht. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Und dann beginnt das finale Gemetzel. Ich rede schon vom Schluss, wer weiß, was noch kommt alles. Im Grunde sollten wir eigentlich, wenn wir abhauen, abhauen. Ich hoffe nur, da draußen ist eine bessere Lage. So, zack, der hat es auf jeden Fall nicht auf Kurs gehalten. Löchen. So, und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, auf Wiedersehen und lasst euch eure Apokalypse nicht durch Zombies oder irgendwas vermiesen. Denkt immer optimistisch, denkt immer, irgendwo gibt es einen sicheren Ort. Und bis dann sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen, euer Halo Paddy.